Hallo, mein Name ist Gerald, ich bin der Neulandnutzer von GeoWeb. Ich musste einmal über 1500 Euro ans Finanzamt bezahlen. Völlig unnötig, weil meine Steuerberaterin sich null mit Online-Marketing auskannte. Aber zum Schluss wurde da eine Erfolgsgeschichte draus und die erfährst du jetzt. Meine Steuerberaterin, ja gut, sie war schon um die 60, sie war eine liebe, nette Frau, aber immer wenn sie mir was gesagt hat, was das Finanzamt will so, also eigentlich fühlte mich da nicht so beraten, sondern eher bevormundet. Und irgendwie, dann kamen auch diese Mandanteninfos immer als Post und dann hat sie mich mal irgendwann mal gefragt, ja, haben Sie das und das gelesen? Habe ich gesagt, wenn ich das Ding lesen muss, brauche ich keinen Steuerberater, weil ne, das erwarte ich eigentlich vom Steuerberater. Na, und habe ihr auch versucht, eine Webseite zu machen, wollte sie auch nicht. Dieses ganze Online wollte sie nicht, kannte sich nicht mit AdWords aus, musste ewig hinterfragen. Und wie gesagt, einmal musste ich, also will ich jetzt gar nicht darlegen, warum, aber einmal musste ich richtig fette Nachzahlung leisten. Und sie hat nichts falsch gemacht, sie hat mich nur nicht davor gewarnt, aber egal. Jedenfalls, Fakt war, sie war dann irgendwann so alt, dass sie gesagt hat, nein, ich höre auf, ich mache meinen Laden zu, ich übergebe das Ganze. Ja gut, und dann hat sie halt jemanden gesucht, der das macht und ich habe mir gedacht, na ja, hoffentlich kennt der sich mit Online ein bisschen besser aus. So, und dann wurde ihre Mitarbeiterin, die wurde auch übernommen, das fand ich nun wieder einen tollen Zug, weil eigentlich ist das ja schon ein bisschen unfair, die ganzen Steuerberater dürfen die Kundendaten verkaufen, ne? Sie dürfen also den ganzen Laden verkaufen und dann kriegt man zwar ein Schreiben, so nach dem Motto, ob man da jetzt weitermachen möchte oder nicht, aber im Grunde genommen werden ja die Adressdaten verkauft. Ich weiß nicht, ob das nach DSGVO heute noch immer so geht, aber Steuerberater sind halt eine besondere Berufsgruppe, die besonderer Geheimhaltungspflicht unterliegen, die dürfen das dann. Jo, und dann hörte ich halt so von wegen, ja, Müller, Matischek, Bruckhoff wird die neue Steuerkanzlei sein. Okay, kriegte ich auch das Schreiben, wollen Sie ja? Nein, habe ich mir gedacht, nö, so nicht. Also da willst du einen Termin haben. Und dann habe ich mir einen Termin geben lassen, war dann mit Thomas Matischek, den jüngsten von den dreien. Und ja, und dann bin ich hin und sagte zu ihm so, ja, okay, wie sieht das aus? Ich habe hier Google AdWords mit der Rechnung aus Irland und ich kaufe was bei eBay ein für den Laden. Das kommt aus Luxemburg und ich habe Facebook Ads und bla bla. Und habe ihm das alles geschildert und er sagte, wo ist das Problem? Und ich gesagt, wie, wo ist das? Ich sagte, da kenne ich alles, ist alles bekannt, kennen wir, machen wir. Ja, wir haben schon Online-Shops, für die wir arbeiten, das und das und das. Da habe ich gedacht, okay, gut, prima. Schön. Ja, und dann habe ich gedacht, das ist der Richtige. Bin wieder nach Hause, alles klar, hast einen richtigen Steuerberater. So, und irgendwann klickerte das bei mir. Irgendwann dachte ich, ja, guck dir mal die Webseite an, habe ich mir die angeguckt und ja, dachte mir, nicht mobile-tauglich, der ganze Blabla. Okay, gut, aber ich bin ja nun nicht der Typ, der wie früher so vertrieb, ey, Sie müssen jetzt unbedingt neu. Nee, kam von ganz alleine. Irgendwann rief nämlich das Steuerbüro an und sagte, Herr Rusche, wir müssen uns mal zusammensetzen. Ich sage, okay, ich dachte, jetzt geht es um meine Steuern oder so. Nee, sagt er, ich habe da ein paar Fragen an Sie. Ich, gut, okay, fahr also hin. So, und dann hat der Thomas Matischek, mittlerweile duzen wir uns, also der Thomas, der hat eine richtig, richtig schlaue Frage gestellt. Der hat nämlich gesagt, wir sind ja ein ganz seriöses Unternehmen und wir sind ein urkonservativen Themenfeld unterwegs. Ne? Also Steuern und die Steuerberatung und Finanzen und die ganze Geschichte ist ja erzkonservativ. Er sagt, wir sind aber ja trotzdem Menschen, die modern unterwegs sind. Also er sagt, wir nutzen die Medien oder so. Gerald, verrat mir mal, wie können wir das schaffen, dass wir trotz dieser Seriosität und trotz diesem konservativen Kundenklientel, jedenfalls zum Teil, modern an den Start gehen und richtig sichtbar werden. Habe ich mir gedacht, schön. Das ist mal eine intelligente Frage. Da muss ich mal richtig drauf rumkauen, weil sonst hatte ich immer Kunden so, ja, Baumschulen, Maschinenbau, irgendwie vielfältig, aber eben keinen, der so in der erzkonservativen Schicht. Ich hatte keine Banken oder sowas, so Steuerberater. Und in dem Fall habe ich gedacht, gut, normalerweise macht man halt eine Webseite, wie sie sie vorher auch hatten. Ne? Sieht halt schick aus, sind halt sehr konservativ, hat mir die auch angesehen, genau rangeguckt, habe ich gedacht, nee, das ist nicht modern. Also das, was er gesagt hat, ist das alles nicht. Und die wollen halt jetzt schon modern, aber die wollen trotzdem seriös. Musste ich mir wirklich ein bisschen Gedanken machen, weil gerade um diesen modernen Effekt hinzukriegen. Da dachte ich mir, gut, also klar, logisch, natürlich muss das Ding responsive sein. Ja? Das ist ja logisch. Also ich meine, das ist ja nur nicht modern, sondern es ist ja zeitgemäß einfach, dass die Webseite responsive sein muss. Waren die alte nicht. Aber was fehlt denn noch? Und dann dachte ich mir, gut, also bei der alten Webseite, ich sehe da keine Gesichter. Da sind keine Gesichter drauf, keine Menschen. Das gefällt mir nicht, weil Menschen kaufen immer von Menschen. Und auch ein Steuerberatungsbüro, da arbeiten Menschen. Und ich will, dass der Berater, dass der mir als Mensch bekannt ist, dass ich den mal angucken kann. Auch wenn ich den vielleicht weiter weg gar nicht mal so im Gespräch sehe. Aber ich will ihn mal sehen, online. Gut. Also das waren so die zwei Punkte, die sind aber ja normal für jede Webseite. Sag ich mal, das würde ich ja jedem sagen, Menschen drauf, responsive haben.
So, dann kam mal der dritte Punkt, wo ich mir dachte, wie kriegst du das jetzt hin, dass die es anders machen als die anderen Steuerberater, aber trotzdem keinen verprellen. Und da bin ich einfach nochmal mit Termin rein, habe gesagt, okay Leute, ich muss euch was fragen. Wie sieht das aus? Wo kriegt ihr eure Kunden her? Empfehlungsmarketing. Machen die wirklich klasse, muss ich sagen. Also ich habe mal eine Kundin empfohlen, zack hin, Bombs, kriege ich eine Gutschein für ein tolles Restaurant. Also die Empfehlungsmarketing funktioniert bei denen. So, und dann dachte ich mir, ja gut, mit Empfehlungsmarketing kennen sie sich aus. Dann dachte ich mir, warum sollen wir jetzt nicht mal online auch einen Online-Weg gehen? Und dann sagten die, ja gut, was stellst du dir darunter vor? Und dann habe ich denen Beispiele gezeigt. Beispiele von Fotografen, von Baumschulen, von Illustratoren, von ganz vielen anderen Leuten, die online schon vieles richtig machen. Und zwar habe ich gesagt, euer Kernelement sollte sein ein Blog. Gut, wie gesagt, die sind schon ein bisschen jünger, wussten, was ein Blog ist. Ja, sagten die, wir können mal drüber nachdenken, einen Blog mit reinzunehmen. Habe ich gesagt, nö. Ihr werdet nicht drüber nachdenken. Ihr werdet einen Blog reinnehmen. Ja, lachten die nur, sagten, okay, gut, können wir mit leben, dass ein Blog drin ist. Ich sage, okay, damit seid ihr einen Schritt weiter als die anderen, als viele andere Steuerberater. Ne? Ihr habt dann einen Blog mit drin. Ich sage, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Weil ihr habt mir gesagt, ihr kriegt über die Webseite kaum Neukunden. Da habe ich mal geguckt, warum. Punkt 1 ist, nicht auffindbar. Ne? Steuerberater Oldenburg war da, was weiß ich, auf Seite 8 oder 9. Seite 8 oder 9. Und in den Google Maps auch auf Platz 7 oder 8 oder so. Also auch nicht unter den ersten dreien. Gut, dachte mir, was machst du jetzt? Ja, und da habe ich denen gesagt, pass mal auf, wir machen Folgendes. Ich werde euch jetzt erstmal die Startseite klauen. Und die, wie, was? Ich sage, ja, die Startseite kommt weg. Ja, wie, kein herzlich willkommen? Ich sage, nein, kein herzlich willkommen, weil das machen ja alle. Wir machen jetzt Folgendes. Ihr macht einen Blog und der Blog ist die Startseite. Und die, da war dann betretenes Schweigen. Da haben sie gedacht, oh Mann, wir sind konservativ, wir sind bla und blub. Da habe ich gesagt, gut, wir können jetzt natürlich ein halbes Jahr Testphase machen, können eine Statistik, irgendwas, Matomo oder irgendein Piwik damals installieren, können mal gucken, wie viele Leute kommen denn auf die Webseite, um dann zu sagen, welche Seiten gucken die sich an und so weiter. Aber meiner Erfahrung nach, so wie ihr die aufgebaut habt, sind die nach der Startseite weg. Die gehen nirgendwo mehr hin, weil da sind keine Bilder da, es ist nicht responsive. Unter Aktuelles stehen die üblichen Mandanteninfos, also das, was ich am Anfang sagte mit dem Mandantenbriefe so irgendwie, also von irgendeinem Dienst, Bezahldienst, da einfach reingeknallt, ohne dass es jemand liest. Also es war nicht spannend. Die Seite war nicht spannend. Sie war seriös schick, ja, aber wie gesagt, keine Menschen da, nicht spannend. Und mit dem Blog habe ich gesagt, da müsst ihr dann natürlich ran und müsst aktuell regelmäßig ihr selber Infos reinpacken. Also nicht über irgendeinen Dienst irgendwas reinknallen lassen, sondern Infos. Und zwar übers Unternehmen, rund ums Unternehmen. Wenn ihr irgendwo hingeht, wenn ihr einen Vortrag haltet, wenn ihr irgendwie Leute einstellt oder Leute ausgebildet habt oder also so ähnlich wie in Facebook, nur im seriöseren Rahmen und von euch kontrolliert und gesteuert auf eurer Webseite und das regelmäßig. Und das ist die Startseite. Puh, haben sie ein bisschen drauf rumgeknapst. Ich habe dann das Layout gezeigt, habe dann so, könnte ich mir das vorstellen. Wird dann irgendwie mit Gesichtern vorne weg, mit einem netten Spruch aufgefangen und so. Da fing sie an, Feuer, Flamme zu sein. Da wurden sie plötzlich begeistert. Dann, jo, das ist ja klasse. Also da ist ja irgendwie, ja, und dann haben wir dann die Webseite aufgesetzt, haben dann Suchmaschinenoptimierung gemacht. Natürlich mit einer Keyword-Domain, auch wenn die nicht mehr so toll sind. Aber in dem Fall hat das für den Start geholfen, nach vorne zu kommen. Eine Keyword-Domain gemacht und ja, und das Ding lief irgendwie, ich glaube, ein halbes Jahr oder so. Sagten, toll, wir kriegen immer mehr Besucher auf der Webseite. Wir kriegen Anfragen über die Webseite. Das Ding funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, Thomas, möchtest du denn richtig durch die Decke gehen? Er sagte, was meinst du mit durch die Decke gehen? Ich sage, ja, ich könnte es schaffen, dass du zu einem der bekanntesten Steuerberater in Deutschland wirst. Schaffe ich, weiß ich. Er sagte, wie willst du das denn machen? Ja, habe ich gesagt, zeige ich dir. Und dir zeige ich das auch, aber erst im nächsten Video. Für heute ist hier erstmal Schluss. Vielen Dank, bis bald und ciao.